So, liebe Imkerfreunde, wir können durchaus Küchengeräte sinnvoll einsetzen in der Imkerei. Ich habe ja irgendwann festgestellt, dass ich Schaumstoffstreifen besonders gut brauchen kann, um einmal die Fluglöcher von Jungvölkern einzuengen und andererseits aber auch die Fluglöcher zuzumachen, wenn ich Völker wandere. Da geht's viel besser als mit Kläppchen und Holzkeilen und so weiter mit einem Stück Schaumstoff. Wie kriegt man den jetzt klein? Schaumstoff findet man ja immer mal so am Straßenrand, wenn Sperrmüll ist. Hier habe ich zum Beispiel so ein Stück. Und das ist natürlich viel zu groß. So große Fluglöcher habe ich nicht. Ich kriege das klein. Und zwar mit der Brotschneidemaschine kann ich das in wunderschöne Stückchen schneiden. Ja, immer noch zu groß und jetzt würde man es halt passend für seine Fluglöcher machen, geht auch für große. So, jetzt misst man jeweils die Löcher passend ab. Meistens hebe ich sie so auf und reiße sie mir dann entsprechend, wie ich sie brauche, einfach durch. Geht viel schneller als mit jedem Tapetenmesser.